Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, freut mich. Warum seht ihr jetzt Bürobedarf? Ich habe letztens beim YouTube-Stöbern hin und her ein Video gefunden, wo jemand aus so einem Tacker Pac-Man gemacht hat, also drumherum sozusagen. Und die Idee gefiel mir halt so gut, dass ich mir dann überlegt habe, wie er eben aus dem Tacker Pac-Man zu machen. Aus diesem Abroller einen Geist und dann noch einen Geist mit Magneten, wo man dann eben so Klammern und alles dran machen kann. Ja, ich fand die Idee, wie gesagt, einfach geil und versuche die jetzt mal nachzumachen. Ich habe mir die Sachen hier im Teddy gekauft, da kostet beides jeweils 1 Euro. Also da kann man nicht viel falsch machen. Ja. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das alles mache. Weil mir hat es nicht so gut gefallen, dass derjenige den Tacker komplett auseinandergebaut hat. Weil ich denke mal, zum Nachfüllen und ähnliches ist das halt blöd. Und da werde ich versuchen, so viel wie möglich von dem Tacker zu erhalten, damit das Nachfüllen erleichtert ist, aber auch dieses Treffen zwischen den beiden Dingern halt auch richtig passt, dass es halt auch wirklich klammert. Oder heftet, besser gesagt. Ja. Und das Schwarz, das passt ja eigentlich ganz gut zu dem Gelb vom Pac-Man. So. Jetzt brauche ich erstmal Material. Und zwar muss ich jetzt schauen, die dickste Stelle. Das sind jetzt 3 cm. Ja, 3 cm. Ja. Jetzt brauche ich irgendwas in 3 cm. Und habe ich Glück? Nein, in 2,5. Ach ja. Ah, hier, das könnte was werden. Auch nicht. Auch 2,5. Ja, da werde ich nicht drum herum kommen. Und 2 Hölzer aufeinander zu leimen, damit ich auf diese 3 cm komme. Ja. Und dann sehen wir uns wieder. Ja. Der Leim ist trocken oder müsste trocken sein. So, jetzt muss ich mal schauen, wie groß ich meinen Pac-Man mache. Das sind 11, das sind auch 11. Ja, machen wir mal 11,5. Also 5,75 sozusagen. Ja. Ja, so müsste das gehen. Ja, dann säge ich das jetzt grob vor an der
Bandsägenmaschine. Und dann schleife ich das schon schön fertig und dann sehen wir uns wieder. Da habe ich jetzt die beiden vergessen. Also ich brauche ja einmal das Mittelstück, das die Breite hat von dem Tacker. Aber wo ich das Innere so ausschneiden muss, also ich kann jetzt da hinlegen zum Beispiel. So ungefähr, oder? So. So, und das muss ich jetzt raussägen, weil da eben genau der Tacker reinkommt. Damit man aber den Tacker von außen nicht sieht, brauche ich ja Blenden. Deswegen die beiden habe ich vorhin vergessen. Die habe ich auch noch schnell mitgemacht. Die habe ich aber nur grob geschliffen, also da ist noch ein bisschen was drauf, damit es dann auch schön zusammenpasst. Also, jetzt muss ich das aussägen und das aussägen. Ja, ich hoffe mal, das, was ich hier in der Theorie mir ausdenke, dass es dann auch passt. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, ich hätte das größer machen müssen. Sonst sieht man ja das hier alles. Naja, sehe ich dann schon. Okay, also dann werde ich das jetzt mal aussägen und dann sehen wir uns auch schon wieder. So, jetzt ist es ausgesägt und es passt eigentlich ganz gut. Bloß hier in der Mitte muss ich noch ein bisschen was wegmachen. Hier bei dem Huppel. So ungefähr, ne? Und hier muss ich noch ein ganz kleines bisschen wegschleifen an dem Kunststoffteil. Das ist erbibbele zu groß. Jetzt passt das besser. Und jetzt will ich versuchen, die jeweiligen Kunststoffteile mit Schrauben an den Holzteilen jeweils festzumachen. Okay. Mache ich erstmal hier Löcher rein. Muss erstmal überlegen, welche Schrauben ich nehme. Also ich werde 3x16 nehmen. Kunststoff 3,5 vor. So, das reicht schon. Und dann muss ich ja senken. Das sind ja Senkkopfschrauben. So, damit die Funktion ja bleibt, gegeben bleibt, darf da ja nichts drüber stehen oder so, sondern die Schrauben sollen da schön verschwinden. So. Jetzt brauche ich einen kleineren Bohrer. Ich nehme jetzt mal einen Zweier. Jetzt schaue ich mal,
wie ich das am besten mache. So. Ja, das schraube ich zuerst fest. Dann habe ich mehr Kontrolle. Jetzt hat natürlich wieder jemand meine Bits geklaut. Nehme ich jetzt einen sehr kleinen Bit. So. So. Ups. So. Das ist fest. Ja, das passt, das ist okay. Das werde ich noch ein wenig schleifen müssen. Ja, okay. So, dann mache ich jetzt das zweite Loch genauso. So. Und wieder den Bit rein. Das ist jetzt bombenfest. Jawohl. Ja, und dasselbe muss ich jetzt irgendwie hier oben machen. So. Das geht doch leichter, als ich gedacht habe. So. Ja, auch wieder. Zuerst den Kunststoff vorbohren und senken. Machen wir 4 Einzel. Und da 1 Einzel. So, jetzt wieder senken. Mensch, Entschuldigung. Ups, was war jetzt das? Ja, das geht schon. Das geht schon. Jetzt brauche ich wieder den kleineren Bohrer. So. Und jetzt wird es etwas schwieriger. So, ja. Ich lege das jetzt wieder hin, aus dem ganz einfachen Grund, dass das dieselbe Ebene ist, ne, dass ich dann auf einmal das Teil übertrieben so drauf habe. Ne? Deswegen. So.
Da brauche ich aber jetzt echt den Bithalter, sonst komme ich da nicht hin. Nehmen wir einfach mal den hier, ne? So. Gefunden. Das Schöne ist, der ist magnetisch. Ständiges Hin und Her. Wo ist jetzt der kleine Bohrer hin? Oh, ne, hier ist er. Ich habe Angst gehabt, der ist runterfallen. So. So. So, ich habe das Ding ja vergessen. Ich habe hier. Das muss ja da wieder rein. So. So. Ne. Da ist was falsch. Ach so. Idiot. So, jetzt aber. Also es geht, die Funktion ist da und ich kann das aufmachen und nachfüllen. So, und jetzt muss ich mal schauen, dass das schön aussieht. So, nehme ich hier. Und hier. So. Die beiden. Und die verbinde ich mit meinem Geodreieck. So. Und so. Ja. Und dasselbe mache ich dann hier auch. Bis gleich. Das ging jetzt recht fix. Muss ich mal schauen, was vorhin gehört, weil ich natürlich nicht aufgeschrieben habe, was oben und unten ist. So. Okay, da war jetzt ein Denkfehler drin. Das gibt ja nach. Ne? Das gibt ja nach. Also muss ich das... Jetzt wissen wir auch, was wohin gehört, ne?
Alter Mann. So. Also hier kann ich auf jeden Fall noch was wegmachen. Ja. Habe ich das jetzt schon wieder falsch gemacht? Bin ich jetzt blöd? Die schauen ja alle gleich aus, fast. Na, dann ist wurscht. Okay, also. Zurück zum Thema. So. Wenn ich das so mache. Und so, dann müsste das gehen, ne? Ja, das mache ich so. Das gefällt mir. Jetzt muss ich bloß noch hier ein bisschen was wegschleifen, weil das schaut da ein Millimeterchen drüber. Und dann werde ich die Teile draufleiben und dann verschleifen. Aber das sehen wir uns ja vorher nochmal. Also ich schleife das jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist jetzt schön verschliffen. Und jetzt fange ich mal mit dem Leimen an. Dass es hier in etwa entlang läuft und oben dass es etwa dem Schwarzen entlang läuft. So. Und da ist mir was runtergefallen. Das nicht sieht. So. So. Jetzt muss ich das echt schauen, dass ich das genauso hier hinten hinkriege, damit das gleich ausschaut am Schluss, auch wenn das geschliffen wird. Schauen wir mal. So. Ja, der ist zu klein. Machen wir ihn da oben hin. Ich hoffe, der ist ein bisschen größer. Ja, sehr gut. So. So. Das schaut jetzt ganz gleich aus. So.
Scheiße. Es ist echt blöd hinzukriegen, dass das wirklich gleich ist. So müsste das doch passen, ne? Genau am Schwarzen entlang. Hier. Und hier. So. Schau ich mal, das ist ja schief, wie blöd. Ach, Mensch. So ist gerade. Ist bestimmt wieder alles verschoben. Ja. So. So. Aber das passt eigentlich. Ja, ja, das passt. Das passt jetzt auch fast. Und so, ja, das passt sehr gut. Also, ich spann das hier vorne ja nicht mehr. Das ist scheiße. Wir haben ja genug von den Schraubzwingen. Und dann mache ich da gleich. Da ist ein kleiner Riss entstanden. Mache ich da gleich ein bisschen Leim hin. Und das war ein alter Drecker. So. Jetzt muss ich es so hinkriegen. So. So muss ich das jetzt hinkriegen. Ist da überhaupt noch genug Leim drauf? Ja. Da und da. So. Jetzt muss ich die andere Seite auch dazu kriegen, das zu tun. Bin ich mal gespannt, ob sie damit macht. So. Ja, das passt. Und da hinten passt das auch. Okay. Ja, da ist ja auch ein Riss. Ah, oh, toll.
Jetzt bin ich echt mal gespannt, um wie viel sich das jetzt verschiebt, wenn ich das festspanne. Stimmt, noch fast. Das stimmt auch. Also, das stimmt jetzt nicht mehr. Ach Mensch. Ja, sag mal, wie jetzt Blade oder was? Du sollst da hin. So. Das nervt. So. Bin echt mal gespannt, wie lange das dauert, bis ich das drin habe, wo ich es haben will. Oder ob meine Nerven da mitmachen. So, da ist es jetzt in etwa. Gleich nicht ganz so, und hinten habe ich ein bisschen Platz. Jawohl, hier noch ein bisschen höher. So, so. Und jetzt versuchen wir es mal festzumachen. So, das hat jetzt lange genug getrocknet. Befreien wir das mal wieder voneinander. So. So. Na, das schaut doch alles ganz gut aus. Jetzt mal schauen, ob das funktioniert. Ja, funktioniert einwandfrei. So, jetzt muss ich das schließen oder zumindest fast schließen und dann da einen Kreis irgendwie draus machen. Tja, und wie mache ich das am dümmsten? Also wenn das jetzt ungefähr die Mitte ist, warte, wofür gibt es Lineale. So, jetzt haben wir hier 12. Gehen wir mal so. Da. Gehen wir mal 75 waren wir vorhin, glaube ich. So. Jetzt muss ich.
oder? Das passt so nicht. Aber so wird es passen, stimmt's? Ne, auch nicht. Ja, ich bin jetzt schon ein gutes Stück vorangekommen. Was habe ich alles gemacht? Ich habe einen Kreis ausgeschnitten mit dem Durchmesser, den ich dann im Endeffekt haben wollte, habe den übertragen, habe das verschliffen an der Bandschleifmaschine und dann jetzt mit Leinen nochmal sauber gemacht, dass alles schön ist, die Kanten gebrochen sind. Ja, und so gefällt mir das. Also so ist es okay. Jetzt werde ich das erstmal schwarz grundieren und dann gelb anstreichen. Okay, fangen wir mal an. Ich sag mal, heute fällt mir echt alles runter. Schlimm. Ach Gott. Ich glaube, das ist zu langweilig, als dass ich das jetzt aufnehme. Also, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich bin jetzt fertig. Die Teile sind schön lackiert, finde ich. Das ist eine schöne gelbe Farbe. Wie gesagt, ich habe das schwarz grundiert. Sieht man hier noch ein bisschen. Dann, glaube ich, 3 oder 4 Schichten gelb drüber. Und dann halt wieder mit Klarlack. Ja, fasst sich schön an. Ne? Und schaut gut aus. Jetzt müssen wir es bloß noch zusammenbauen. Und dafür brauche ich meinen Akkuschrauber, den ich wieder ganz woanders geparkt habe. So. Ich brauche einen kleineren Bit. Das habe ich auch alles noch ein wenig sauber gemacht, ne, verschliffen, dass es schön ausschaut. So, jetzt muss ich schauen, das gehört so rum. Genau. Also. Muss ich mal schauen, wo die Löcher sind. Da ist eins. Zu schnell. So, und der zweite. Da ist das Loch jetzt anscheinend. Ah, doch, da. So, die untere Seite haben wir. Jetzt kommt die obere. Muss ich auch wieder schauen, wie das gehört. So. Ja, ich glaube schon so. Da ist das Loch. Schraube. So. Und die zweite Schraube. So. Entschuldigung. So, jetzt kommt wieder das. Wie ging das jetzt wieder? So, ne?
So. So. Und so. 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 Und wieder zusammen. Und geil schaut's aus. Ja, das passt schon. Ja. Armen frei. Ja, cool. Also mein Pac-Man Tacker ist jetzt fertig. Ich finde ihn echt witzig. Ich habe mir allerdings überlegt, ich werde keine Geister machen für die anderen Sachen, sondern mir andere Kultfiguren aus Uralt-Games aussuchen und schauen, dass ich aus denen was mache. Wie jetzt zum Beispiel Mario Brothers oder Donkey Kong oder sowas eben, ne? Okay. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht den einen oder anderen die Inspiration und Lust gegeben, sowas aufzubauen. Ihr müsst es ja nicht so machen, wie ich es getan habe, dass der Tacker fast unberührt bleibt. Ihr könnt es ja hier vorne und hier hinten ja noch schauen, dass ihr das ein wenig zubekommt. Ne? Also mir gefällt es so, ich habe es extra so gemacht, dass der Tacker auch wirklich funktioniert und alles. Und dass wenn irgendwas ist, dass man es auch wieder auseinanderbauen kann. Ja, bin gespannt auf eure Meinung. Also, Pac-Man fertig. Bis zum nächsten Mal, ciao.